Das hier ist Florian aus Stolberg. Er hat im März 2020 einen Kirschkern verschluckt. Und das hatte wirklich krasse Folgen. Sein Bauchfell hat sich entzündet und dann auch noch unbemerkt Rückenmark und Hirnstamm. Heute ist Florian 9 Jahre alt und ein Schwerstpflegefall. Er wird immer auf Hilfe angewiesen sein. Das Gute aber, die Hilfe kommt auch. Und zwar nicht nur von seiner Familie. Es gab einige Spendenaktionen. Und seit heute sind Florian und seine Familie wieder mobil. Nach Monaten voller Schicksalsschläge ein Grund zum Feiern. Der Van ist fertig. Endlich wird Florian wieder ohne Fahr- und Pflegedienste zur Schule oder einfach mit der Familie einen Ausflug machen können. Mit dem Rollstuhl erreicht er seinen Platz im Innenraum ohne fremde Hilfe. Millimeterarbeit. Für das Fazit nach dem ersten Gebrauchstest braucht Florian nicht viele Worte. Das ist schön so, ne? Schön so. Und das auch für Florians Familie. Wieder mobil zu sein, ist ein wichtiges Stück Normalität, nachdem das Leben sich komplett veränderte. Man wächst in diese ganze Geschichte auch mit rein. Und vom Pflegerischen her. Und es ist wie eine Rakete auf dem Mond. Jedes Mal, wenn man raus will, muss man so viel beachten, dass man nichts vergisst. Und ja, das ist Mammut, jedes Mal. Die Spenden unter dem Motto Bringt Florian heim unterstützten nicht nur materiell. Einen wichtigen Beitrag leistete im März Feuerwehrmann Stefan Hähnert. 50 Kilometer lief er mit der Sammelbüchse an einem Tag. Allein das brachte 5000 Euro ein. Wir haben jetzt ein Auto, was den Alltag erleichtern wird. Das wird jetzt im Leben ein bisschen mehr Freude reinbringen nach den ganzen Schicksalsschlägen für die Familie. Und das erfreut einen ganz schon. Da haben sich auf jeden Fall die Schmerzen gelohnt, die ich beim Spendenlauf hatte. Etwas stolz sind auch die Spezialisten der Wassenberger Firma, die den Umbau fertig brachten. In einem Transporter wäre der Spezialrollstuhl leichter unterzubringen gewesen, aber Florians Familie wollte lieber einen normalen Van. Wir reden ja hier nicht über ein Maß, was ich mit der Schieblehre messen kann, sondern das sind Gegebenheiten beim Reinfahren. Der Rollstuhl schwenkt aus, der lenkt und so weiter. Also das ist schon wirklich eine Tüftelei, das so hinzukriegen. Rollstuhlgerecht reisen kann Florian jetzt. Rollstuhlgerecht zu wohnen ist die nächste Aufgabe für die Unterstützer. Kein leichter Job im ohnehin flutgeschädigten Stolberg. Er muss mit 4 Mann herausgetragen werden, wenn er zur Schule will, was ja eigentlich ein Grundrecht jedes Kindes ist. Ja, die Wohnsituation wäre auf jeden Fall so eine andere Sache, die noch ansteht. Das wünscht sich auch Florian, denn so gerne ein neugieriger 9-Jähriger auch unterwegs ist, am liebsten will er mit dem neuen Van wohin? Nach Hause. Nach Hause mit ganz viel Hilfe. Ja, und das mit dem behindertengerechten Wohnen klappt dann hoffentlich auch möglichst fix. Aber mit der tollen Unterstützung bin ich optimistisch.